Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe heute leider sehr, sehr schwere Kost zum Thema Cross-Progression. Ich habe gestern die Information erhalten und diese Quelle ist immer sehr zuverlässig, dass Cross-Progression wohl von EA, ganz wichtig, behandelt das Ganze noch ein bisschen mit Vorsicht, aber von EA wohl gecancelt werden soll. Grund dahinter ist tatsächlich, erstens ist Cross-Progression bis heute nicht erfolgreich implementiert worden und EA möchte natürlich noch einen Titel nach dem anderen veröffentlichen. Und es steht ein Spiel jetzt in der Mache und das ist ein neuer Star Wars Titel. Und jetzt kommt der Punkt dahinter. Respawn steckt natürlich in diesem Star Wars Titel mit drin und sämtliche Mitarbeiter sollen jetzt abgezogen worden sein, um am neuen Star Wars Titel zu arbeiten. Und es hieß wohl auch von offizieller Seite EA, Cross Progression wird erstmal nicht weiter dran gearbeitet. Ob das jetzt zu 100% für immer gecancelt ist, ob es später irgendwann kommt oder vielleicht sogar Überraschung in Season 15, wir implementieren es, es ist fertig und es hat alles geklappt, das kann ja auch sein, aber das ist halt nichts, was jetzt offiziell von Respawn kommt, beziehungsweise von EA. Von EA kam nur die Mitarbeiter, die am Cross Progression System gearbeitet haben, wurden allesamt für den neuen Star Wars Titel abgezogen und das sind absolut schlechte Nachrichten für alle, die auf Cross-Progression warten. Ich möchte nochmal betonen, vor einigen Monaten war ich Teil eines offiziellen Respawn-Dev-Livestream. Meine Fresse, schweres Wort, schwerer Satz. Und dort kam die Frage nochmal auf bei den offiziellen Leuten, die bei dem Stream dabei waren, dass weiterhin an Cross-Progression gearbeitet wird, aber dass es ein Riesenhaufen Arbeit ist und die Devs wünschen sich natürlich, dieses System zu implementieren. EA ist natürlich derjenige, der hier die ganze Kohle reinbuttert, also wird es tatsächlich so sein, dass es entweder weiter verzögert wird, gar nicht kommt, oder vielleicht in Season 15, aber wie gesagt, in Season 15 genießt diese Geschichte mit absoluter Vorsicht. Und jetzt kam etwas von meiner Quelle auf, ein Argument, das sehr, sehr sinnvoll ist. Es kam irgendwann mal das Thema auf exklusive Skins, wie der Wraith-Skin zum Beispiel, der jetzt aktuell im Halloween-Event wieder erhältlich ist, der Voidwalker-Skin. Das sollten ja alles früher mal noch in Season 2, 3, 4 hieß es immer, das sind exklusive Skins, die bringen wir nie wieder. Ja, jetzt haben wir nun das Thema, Moment, Disconnect, brauche ich euch eigentlich jetzt hier nicht einblenden, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Wir wissen, dass der Skin jetzt aktuell wieder zu haben ist. Und jetzt kommt natürlich irgendwo das Argument auf. Wenn jetzt mein Account zum Beispiel, der seit Season 0 von Anfang an dabei ist, mit einer Menge Erbstücke, einer Menge exklusiven Skins und so weiter und so fort, wenn wir die ganzen Skins ja nie wieder bringen, bringt das ja nie wieder richtig fett Kohle. Und so ein Wraith Voidwalker Skin, der ist sehr, sehr beliebt. Wenn ich den natürlich alle paar Monate in den Store bringe, bringt das verdammt viel Kohle. Und wenn natürlich jeder jetzt auf das Cross-Progression-System wartet, um dann endlich auf PC oder Xbox oder sonst wo durchzustarten, heißt das, es bringt nicht mehr so viel Kohle. Also, was macht man? Entweder cancelt man tatsächlich Cross-Progression, dass dann Leute, die wirklich, und das muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn ich schon hunderte oder tausende Euros in einen Main-Account stecke, dann bin ich doch verdammt nochmal nicht so dumm. Wechsel auf PC, also das Wechseln auf PC, das ist noch okay, aber gebe dann wieder verdammt viel Geld aus für Skins, die ich sowieso schon besitze. Und das scheint wohl so ein Stück weit ein Gedankengang zu sein, der bei EA nicht ungewöhnlich scheinen mag. Lass das Ganze mal sacken. Wie gesagt, mit Vorsicht genießen. Es kann tatsächlich sein, dass es wirklich nicht kommt oder noch in weiter Ferne scheint. Ich gehe trotzdem davon aus, es wird kommen, nur wann, weil es ist ein absolutes Eigentor von EA. Lange, lange anzukündigen, dass dieses System kommt, in der Mache ist, kurz vor Release und so weiter, weil es sollte eigentlich Ende 2021 kommen, wurde verschoben, dann hieß es, es kommt 2022, jetzt kommt Season 15 in einem Monat, Halloween-Event ist am Start und so weiter und so fort. Also entweder kommt es wirklich völlig überraschend und keiner will es vorher irgendwie raushauen offiziell, weil es vielleicht sonst wieder nach hinten losgeht. Oder es ist in weiter Ferne. Ich bin auf eure Meinung gespannt und ich kann mir garantiert denken, was ich da alles lesen werde. Und das natürlich völlig zu Recht, sollte es tatsächlich so sein, dass es zu 100% gecancelt wird. Holla die Waldfee, dann ist das ein absolutes Armutszeugnis von EA und Respawn. In diesem Sinne, ich bin auf eure Meinung gespannt. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.